meine wundervollen Seelen, herzlich willkommen zur Tagesenergie. Für Dienstag, was ist es denn? Der 12.3.2024. Und ich versuche mal wieder die Karten von Matt Hughes. Die sind schon noch hell, aber wir versuchen es. Für die Wahrnehmungsebene, ich mische, bis eine Karte rausfällt. Das ist für mich dann das Zeichen, dass dieser Kartenstapel genauso liegt, wie er liegen soll, ihr Lieben. Und ich schaue von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Wenn das bei euch anders ist, dann bitte ich euch, das wirklich passend zu machen. Was ist rausgefallen? Das Ass der Kelche in Schieflage. Hier fließen aber die Gefühle raus. Boah, die sind nicht mehr aufzuhalten. Und seht ihr, wie diese Hand aus der geistigen Welt kommt? Hammer! Wir haben die Königin der Münzen, eine wundervolle Frau. Wir haben die zwei der Kelche. Boah. Und zum Schluss die acht der Stäbe ist die schnelle. Die zwei der Kelche ist die Leidenschaft, hätte ich gesagt, auf Augenhöhe fällt mir gerade ein. Nein, es ist nicht die Leidenschaft auf Augenhöhe, es ist die Partnerschaft auf Augenhöhe. Und zum Schluss haben wir die acht der Stäbe, das ist eben die schnelle Kommunikation. Und hier haben wir das Ass der, Quatsch, die drei der Schwerter, das irritiert mich total, in Kopflage, ihr Lieben. Ich sehe, wie hier zwei Schwerter aus dem Herzen rausfallen. Drei sind drin, diese Schmerzen sind tief, sie sind uralt, aber sie, zwei davon fallen schon raus. Eins steckt noch drin. Das ist noch nicht alles vorbei. Und hier habe ich die blaue Eule. Für die Herzebene. Wir schauen mal rein. Das dürfen wir wissen. Und vor allen Dingen interessiert mich, wo fließen diese Gefühle hin? Genau dahin. Und diese Karten, die würde ich genauso liegen lassen. In den Hund, in diesen treuen Freund. Mit der Sense und den Sternen haben wir hier, das hier ist die Wunscherfüllung. Und das ist die Ernte, die Schnelligkeit. Das Buch, es ist geschlossen. Und die lasse ich jetzt auch hier liegen. Und hier haben wir die Öffentlichkeit und den Bären. Eine Karte lege ich hier noch hin. Und das ist der Sarg. Das ist keine schlechte Karte, ihr Lieben. Und das sind die, das ist der Berg. So, jetzt schaue ich mal noch hier in die Karten von Fischner, die Kipperkarten. Seht ihr das, wie dieser Hund sich hier auf dies konzentriert? Weil du bist ja meine Zuseherin, mein Zuseher ist immer die Dame. Und wir haben die Hoffnung, großes Wasser. Die soll ich jetzt da hinlegen. Wir haben die trüben Gedanken und hier auf den Sarg ist die Veränderung gekommen. Jetzt schaue ich nochmal nach, ob sich da noch eine gedreht hat. Nein. Was für eine Legung wieder. Halleluja. Hier haben wir Arbeit und Beschäftigung, aber schaut mal an, das ist die Sense. Das ist genau die Sense, die hier liegt. Okay, ihr Lieben, in dieses Orakel muss ich mal ganz kurz reingehen. Das Buch ist geschlossen, aber es bewegt sich. Was ich deutlich fühle, ist, dass diese trüben Gedanken aus diesem Buch rausfallen. Es ist so, dass die offenen Seiten in diese Richtung hier liegen. Hier haben wir die trüben Gedanken. Dieser Mensch steht ganz oben auf einem Felsen und schaut in diese Gewässer. Und hier haben wir diesen Felsen. Auf der anderen Seite fühle ich mit diesem unfassbar tiefen Wasserfall. Und das ist der Wasserfall, der hier aus diesem Kelch kommt. Hier fließen Gefühle, die sind unfassbar. Es ist so, dass die Sense hier in den Himmel haut, also praktisch die Sterne wachrüttelt. Ich sehe, wie nicht nur hier die Gefühle in diesen Hund und in dieses Wasser fließen, sondern auch die Sterne praktisch dieses fließende Wasser, diese fließenden Gefühle begleitet.
Das Alte ist mit dem Bär gemeint und die 20 ist die Öffentlichkeit. Das Alte zeigt sich, weil hier jetzt diese Gefühle, die mit diesem Kelch und mit diesem Hund einhergehen, nicht mehr zu verstecken sind, nicht zu sehen sind, sondern sie brechen raus. Also hier habe ich wirklich das Gefühl, dass diese alten Gefühle, die müssen raus. Sie kommen, ohne dass man das auch noch beeinflussen kann. Weil das geht ganz schnell. Und es geht aus dem Nichts heraus, soll ich sagen. Und dann haben wir diesen Sarg, in denen diese Veränderung kommt. Das, was in diesem Sarg liegt, kommt diese Veränderung. Und hier geht es, dass diese Frau mit ihrem Fernglas in Richtung Berg schaut. Und wir hatten gestern die Berge hier liegen, die Blockaden hier liegen. Und hier kommt eben, man beschäftigt sich mit diesen Blockaden. Und diese Blockaden sind auch diese drei der Schwerter, die ja hier rausfallen, die ja gar nicht mehr so diese Substanz haben. Diese Schmerzen im Herzen wackeln bzw. lösen sich. Die wollen raus. Und das ist damit gemeint. Und du bist hier die Königin der Münzen. Du bist total gechillt, weil du in deiner Energie bist. Und du weißt ganz genau, dass das jetzt kommt. Du bist tief in dir. Du bist gefestigt, auch wenn hier alles überfließt, auch wenn es hier wirklich von ganz oben nach ganz unten fällt. Diese trüben Gedanken, die hier aus diesem Buch rausfallen, das geschlossene Buch ist dieselbe Energie wie dieser Sarg, in den die Veränderung reinkommt. Du weißt ganz genau, was hier passiert. Du spürst es. Und du lässt es einfach laufen und die Engel sagen, es ist das Beste, das Einzige, Richtige, was du machen kannst. Geh nicht in die Energie, dass du jetzt sagst, um Gottes Willen, was passiert hier, was kann ich machen, muss ich etwas machen? Nein, diese Beschäftigung damit, die kommt schon, wenn es soweit ist. Es ist aber eine Reaktion. Du musst nichts aktiv von dir machen. In jedem Fall wird dieses Buch sich verändern, weil diese trüben Gedanken rausfallen, weil sie in die Veränderung gehen. Ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Und auf eure Kommentare bin ich so sehr gespannt, ihr Lieben. Ich danke euch von ganzem Herzen wirklich für alles, egal ob es das Abo ist, dann klickt auf das Glöckchen, damit wir uns nicht verpassen. Ob das Teilen, das Liken. Ich danke euch für jede Wertschätzung in jeglicher Hinsicht. Ich danke euch. Und das möchte ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Auch für die monatlichen Wertschätzungen, die mit Dauerauftrag kommen. Ich danke euch für alles, was in meinem Kühlschrank, ja, in meinem Kühlschrank, das stimmt. Ich hatte kürzlich Pralinen in meinem, Briefkasten ist. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass wir diesen Weg hier wirklich auch gemeinsam gehen dürfen, dass ihr das Interesse habt, mit mir diesen Weg zu gehen. Und vielleicht sind wir das hier. Wir werden es sehen, wir werden es erfahren, aber es dauert noch ein bisschen. Habt einen wundervollen Dienstag, ihr Lieben. Ich liebe euch von ganzem Herzen und zwar meine ich das wirklich ehrlich. Macht's gut. Ciao.